bin heute bei Familie Ziereisen und wir haben die Familie Ziereisen 2007 kennengelernt und haben hier in dem Weingut Praktikum gemacht und haben sehr, sehr viel gelernt. Der Hans-Peter und Edeltraut hat uns sehr viel gezeigt und ich bin jetzt heute die Weine zu testen und zu bestellen. Und ich zeige euch mal ganz kurz den Hof. Ist also sehr, sehr schöner und warmherziger Hof und oben gibt es sogar Zimmer, wo man übernachten kann. Und als wir hierher kamen und hier gearbeitet haben, haben wir auch in diesen Zimmern mit meiner Frau übernachtet. Und hier gab es dann auch, hier im Garten gab es auch eine Riesenparty. Jetzt gehe ich an Herrn Hans-Peter Ziereisen und stelle ihm ein paar Fragen. Hans-Peter, vielen Dank mal erstmal für die Einladung. Und ich habe ein paar kleine Fragen an dich. Welcher Wein ist der Ursprung deines Weinguts? Also wenn man so will sagen, Ursprung steht direkt ein Wein, aber der Ursprung kann man sicher sagen, ist bei uns Gutedel, also die traditionelle Weißweinsorte. Mit der haben wir 1991 angefangen, zusammen mit einer ganz kleinen Produktion Weißburgunder, ganz, ganz kleine Produktion Grauburgunder und dann auch schon Spätburgunder. Das war, sage ich, unsere Viererbande, die so angefangen hat. Aber der Ursprung, wenn man es ganz genau vom Betrieb, also nicht nur unser Betrieb, sondern von der Familie her, ist sicherlich Gutedel. Das ist so die ganz, ganz große Wurzel. Das ist die Tradition.